Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Wie geht's euch? Ich begrüße den Timbo, die Jackie, ja, noch den Dragonox, der übrigens auch bei mir ist, den hört ihr auch jetzt gleich, und den Fokus nabend. So, Dragon, wie geht's dir? Mir geht's gut, immer. Wunderbar. Einen wunderschönen guten Abend an diesem Chat. Die machen wir mal eben aus, die Lampe, die macht doch nicht das gewünschte Bild. Ja, wie ihr seht, ich spiele was Neues. Wollte mit euch jetzt einmal zusammen im Stream den Charakter erstellen und schon mal so ein bisschen losleveln. Dafür hatte ich mir schon ein paar Sachen rausgesucht. Warte Nummer 14. Wobei der Obi-Wan Kenobi-Bart hat auch was. Was hast du, Dragon? Bei dem. Okay. So ja, Vollbart, so Obi-Wan Kenobi-like, oder? Das musst du wissen. Ah. Finde ich weibliche Person. Kann man auch so machen, aber bin mehr so männlich. Ja doch, komm, ich würde den komplett so lassen. Bis auf die Haare, die können noch einen Ticken dunkler sein. Also, Sperren, so Haare waren... 6 war die Haarfarbe. Boah, was sagst du? Etwas helleres Braun oder dunkleres Braun? Musst du wissen. Das ist dein Charakter. Hi, Timbo. Was geht? Wo schaust du? Ja, nochmal, ich hab so schräg rechts habe ich so eine Studiolampe. Ich sollte vielleicht doch mal zwei. Ja, ich sollte vielleicht mal zwei. Aber jetzt habe ich keine an. Also, wenn du das jetzt meinst. Ich kann die nochmal zuschalten. Jetzt habe ich die an. Ich kann die auch indirekt laufen lassen. Mit der Beleuchtung hier in der Ecke ist nicht so gut. Ich lasse den so. Ja, der Motor, der ist auch schon hell. Der ist auch ziemlich groß. Ja, so können wir ihn lassen. Astra. Twitch. Wieder. So. Ja, demnächst kommt auch eine vernünftige Lampe, dann kommt die oben dran. Ja, aber du hörst auch, ne? Das ist so. Ja. Sound ist leiser noch. So besser? Test. Timbo, hörst du mich jetzt gut genug? Ah, wunderbar. Ja, ist sehr laut. Timbo, sei ehrlich, du willst mich gar nicht hören. Eine Stimme ist nicht besonders. Also wir waren im Kartellmarkt. Ja, da kannst du dir so kosmetische Klamotten kaufen. Wie? Mhm. Wenn du ein Abo hast, bekommst du jeden Monat 500 Kartellmünzen. Ja. Automatisch zugeschickt. Du kannst dir aber auch Kartellmünzen kaufen. Sagen wir, ich meine für 35 Euro oder für 87,50 Euro so 14.500 Kartellmünzen. Da kannst du gut was mit anfangen. Ja, erstmal gucken, wie das überhaupt bei den Leuten ankommt. Kann ja auch sein, dass das jetzt gar nicht gefällt. Mein Gott, reden soll schwer. Dass es denen gar nicht gefällt. Und von daher, muss mal schauen. Zum besseren Verständnis, Dragon ist der Old Republic-Experte. Der hat das schon gefühlt
Dreimal durch? Kommt das hin? Mehrmals. Also noch mehr. So. Ich lasse dich ja auch machen. Also ich bin eigentlich Nutzungssupporter. Ja, du hast ja auch einen neuen Charakter. Also du bist genauso klein wie ich. Aber eine Frage kannst du schon beantworten. Kann ich diese Schüsse blocken? Die blockst du automatisch. Okay. Gut, aber doch. Willkommen auf Typhon, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie ist sagen, doch was braun gebrannt, der Charakter. Erfahren in Duellen. So. So tief in der Sonne. Natürlich habe ich sehr. Meinst Qui-Gon? Ach, Qui-Gon. Du meinst Kenobi, ne? Ja, die habe ich schon. Mandalorianer bin ich bei. Oh, Staffel 1, zwei Drittel ungefähr, habe ich durch. Und Obi-Wan bin ich aktuell. Da habe ich die fünfte Folge geguckt. Bitte nicht spoilern. Du hast ja nicht gesehen? Ja, ich habe die dritte Folge noch gesehen. Vierte, fünfte muss ich noch angucken. Vierte ist nicht ganz so gut. Fünfte ist aber richtig geil. Werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Okay, dann werde ich nichts sagen. Ich sag da nichts zu dann. Ich brenne darauf, mich diesen Prüfungen zu stellen. Wo soll ich beginnen? Weil ich will hier keinen Spoiler. Dort ist ein Gleiter, der euch zu... Moment. Ich empfange einen Notruf. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Jo, einer von der Kalina-Band. Ein Schräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Irrtum oder nicht, dieser Padawan wird angegriffen. Sie sind noch nie so nah. Kann man den Charakter nochmal bearbeiten irgendwie? Ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen. Weil der sah im Stream der Charakterstunde nicht ganz so dunkel aus. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände. Vor allem euch. Zeigt mir kann ich dir dann zeigen, wenn man dann auf der Flotte ist. Ja, stimmt. Ich bin Leiter vor dem Trainingsgelände. Schlag die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne den Waffen Charakter benutzen. Den Charakter siehst du eigentlich meistens erst noch von ihm. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Außer du die richtige Kamera. So, dann müsstest du eigentlich jetzt da rauskommen. Und? Abonnieren tue ich noch nicht. Das können wir einfahren. Okay. So, wo finde ich dich? Ah, da bist du. Na dann. Let's go, oder? Kann ich auch. Wie lange ich heute streame? 2-3 Stunden maximal. Erstmal das. So, bin ich eingeladen. Wie rennt man? Kommst du mit Level 10? Da ich ja ein Abonnent bin, habe ich das sofort. Ach so. Alles gut, mach das. So, das Erste, was du jetzt machst, ist bitte mal M zu drücken. Macht er, ja. Und dann hast du unten über die Sternkarte Ekonus-Mission anzeigen. Sternkarte? Da, habe ich. Ja. Habe ich angemacht. Alles klar. Weil das sind auch Quests, die dann fehlen. Wenn die habe ich angemacht. Gut, den müssen wir wahrscheinlich ansprechen, nehme ich an. Ich grüße Sie. Jo. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Aber er erinnert so ein bisschen stark an WoW, ne? Ja, das ist ja ein MMO, ne? WoW ist ja auch ein MMO. Der aber auch der ganze Grafikstil und so. Das ähnelt dem doch schon sehr. Nicht ganz. Also ich finde, WoW hat einen besseren Grafikstil. So, und jetzt, weil wir hier zusammen sind, können wir zusammen gleichzeitig am Gespräch teilnehmen. Padawan, komm zu mir. Sonst machst du das alleine. Das Gelände ist heute nicht sicher. Zumindest hier. Retter Weller hat mich hergeschickt, um bei den Fleischräubern zu helfen. Entschuldigung für das Gerüste, ich bin immer noch ein bisschen krank von Corona. Die Fleischräuber sind organisiert ja, und bereit in das Trainingsgelände eingedrungen und haben versucht, einzelne Gruppen von Padawan zu trennen. Nee, es ist ein Soundeffekt.
In den Hügeln ist eine Gruppe von Schülern, deren Spur wir verloren haben. Sie hatten noch kein Kampftraining. So kann ich dich zurückbringen. Keine Sorge. Time to kick it! Hallo Marv! Wenn ihr die Padawan findet und den Sender aktiviert, werden wir so schnell wie möglich eine Evakuierungsphäre schicken. Eine jede Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. So. Müssen wir die Leuchtenden da auch ansprechen? Nein, jetzt zum Beispiel, du sprichst demnächst den hier an. Travin, ja. Weil du kriegst ab Level 10 kannst du deinen Mount leveln. Okay. Also du bekommst ein Reittier. Aber ich hab, dann logge ich mal gleich nachher um. Will der kleine Dragon in die Gilde? Fragt der Marv gerade. Ja, du kannst mal ruhig einladen, uns beide. Wenn du möchtest, Marv, wenn du online bist. Bevor wir ständig tausende Anfragen kriegen. Also den müssen wir erst nachher ansprechen. Ja, mit, ja, dann logge ich mal gleich daneben um, dann schicke ich hier auf den. Er muss ich ihm einladen. Ein Reittier und das gebe ich dir dann. Alles gut. Ja, das ist schon zwei. Da legt er schon los. Du wirst Lauf der Geschichte einen Gefährte bekommen. Ja. Also das. Es gibt männliche Gefährte, es gibt Druiden und so weiter. Und weil du ein männlicher Charakter bist, kannst du mit deinen weiblichen Gefährten eine Beziehung eingehen. Wow. Wenn du mir jetzt sagst, ich kann auch Kinder machen, dann fühle ich ganz aus. Nein, du kannst keine Kinder machen. Was macht dann eine Beziehung? Das hat für Jedi was verboten, ne? Ich weiß. Die beziehungsweise Abhängigkeit ist verboten. Keine Beziehung. Bist du das mit den Blitzen die ganze Zeit? Jo. So hast du Blitze. Weil ich den Hektar genommen habe als Klasse. So. Was hab ich denn? Ich kann Hieb, ich kann Vorstoß, ich kann springen. Ja, du bist eine Art Nahkämpfer. In der Erde Fernkämpfer. Okay. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Unverletzt. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich werde den Feind zurückdrängen, was es auch kostet. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den ich hier die Bonusmission zu gelangen. Ihr müsst zu diesem Tunnel noch in dem dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Ich werde diesen Tunnel finden und versiegeln. Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Findet den Tunnel bei der Gebirgskette. Möge die Macht mit euch sein. So. Wo geistest du rum? Ja. Unten rechts in der Karte, da sieht der Bootchen. Ja, hab ich grad gesehen. Da hängt meine Stange vom Mikrofon vor. Wollt ihr die Bonusmission hier mitnehmen? Ja klar, wo ist die? Dann folge mir. Nicht wundern, warum ich noch ein Lichtschwert habe. Du warst ja, bist ja Premium-Abonnent. Da kriegst du ja natürlich wieder tolle Sachen. So, du siehst doch hinten diesen Käfig da leuchten. Ja. Alles, was so blau ist, sind so Art Bonus und Questgegenstände. Mhm.
mal an. Öffnet. Siehst du, du hast jetzt eine Bonus, also die Quest gefangen, der Padawane Bonus. Bekommen. Ja. Du musst 6 Stück davon jetzt retten. Okay, um die Bonus zu bekommen. Also da hinten den wieder. You have a right to refuse his order, and I guarantee you're gonna die if you touch me, and there's no afterlife. Everything just goes black. Don't do it. Nur Support. Ich helfe dir dann nur. Hör mal da. Temenya hat dich ein. Ist ja das? Ist das Marv? Jo. Oder ist er schon? So sieht sein Charakter aus. Das ist zum Beispiel jetzt, wenn du den hier anguckst, kosmetisch, was ich dir von dir erzählt habe. Ja. Also ich fange ja auch gerade jetzt an. Also weiter Richtung Mission. Ist noch einmal Loot und noch so ein Käfig. So ehrlich, wenn ich sprinten kann. Also du rennst, wenn außerhalb des Kampfes rennst du automatisch. Wie steht an Öffnen hier? Hast du auch hinten rechts? Das ist euer Bitte? Hinten rechts eine Fähigkeit. Wenn er außerhalb des Kampfes ist, halt die dich. Selbstprüfung, meinst du? Genau. Wirklich, die brauchst du bald gar nicht mehr, wenn du dein Gefährt lässt. Den kannst du nämlich einstellen zwischen Schaden, Heilung und so weiter. Also, ob du mich quasi unterstützt oder halt. Genau. Zumindest kein Nahkampf. Nahkampf, Fernkampf. Kann man das aussuchen? Komm, bitte. Hm? Du bist doch hier unten lang, oder nicht? Der Karte wird mir zumindest da der Weg angezeigt. Ja, was aber oben noch. Die Quest findet die vermissten Schilder. Ja, hier bin ich auch noch Schilder, deswegen. Komm ich zu dir. Aber wie gesagt, das erinnert mich total an World of Warcraft. Da eine Mission und da eine Zwischenmission und da was und da was. Wenn du Bock hast, können wir auch World of Warcraft mal spielen. Dann muss ich mir erstmal kaufen, dann muss ich mir ein Abo abschließen. Du musst kein Abo abschließen. Sondern? Du brauchst nur Spielzeit kaufen. Das gleiche. Nee, ist nicht das gleiche. Abo geht über ein Konto. Wow. Ich muss trotzdem Geld bezahlen, um das Spiel langfristig spielen zu können. Nee, ich kann mir, da du das jetzt zum Anfang anspielst, sagen wir mal World of Warcraft. Dann Marv sagt gerade bis Stufe 20 ist free. Nein, wenn, die Beta, also wenn ich den Tester mache, ist bis 20 Uhr, ja, aber nicht das Original. Dafür brauchst du Spielzeit.
muss ich mich mal reinfuchsen. Aber ich will jetzt auch nicht allzu viel anfangen, weil dann kommt es ganz durcheinander. Er klaut uns hier die ganzen. Hallo live! Willkommen! Hier ist ein Typ, der klaut uns die ganzen Leute, die wir befreien müssen. Du meinst den Lord Doki? Ja, aber ist einer. Ach, wenn du die befreist, werden die zusammengerechnet? Wenn der nicht so weit weg ist. Wie war's jetzt? 5 von 6 hat gezählt. Ja. Ein Bauer noch. Ich laufe mal Richtung Wasser. Tumaxa, hi. Moin. Ach, den war auch wieder zurück. Machen wir eine schnelle Dusche. Mein Bild wird manchmal unscharf. Live 12, danke dir für den Follow. Thorsten, kannst du das bestätigen? Mit dem Follow? Nee, dass das Bild ab und zu mal ein bisschen unscharf wird. Ja, das muss ich jetzt gucken. Also lauf mal ein bisschen rum, mach mal ein, zwei Kämpfe. Ja, schauen wir uns mal an. Dann muss ich die Grafik mal drunter schrauben. Versuch mal hier einen Sprungangriff, der braucht eine Performance. Und wie schaut's aus? Qualität auf der Automatik. Ich kann es jetzt so auch nicht bestätigen. Nur kurz auf den Kontrollmonitor. Hey Dude, wie trinkst du dein Bier? Glas oder Flasche? Kasten. Ist ja nicht schlimm. Ja genau, Timo, startet mal runter, doch vielleicht liegt es auch daran. Erste Aussage vom Kunden, den starten Sie den Router neu. Diesmal nehme ich den. So. So, jetzt hast du die Bonusmission beendet. Was habe ich jetzt hier? Die Post habe ich bekommen und Machtschwung. Was macht denn der Machtschwung? Greift das Ziel und bis zu 8 Gegner innerhalb von 5 Metern mit der Macht an. Versucht. Oh, das ist doch nicht schlecht. Müssen wir mal kurz mal was ändern. Warum bist du auch bei Vodafone, weißt du? Ich war einmal Vodafone, nie wieder. Nur Probleme gehabt. Ich denke, ist auch Bild ist ganz klar, also wird's an Demo liegen. Ist da oben schon. Wo hüpft er jetzt? So. Theo, was bringt dir das, wenn du kein Internet hast? Wie geht es ihm? Er sollte sich im Jedi-Tempel ausruhen. Genau, Jackie. Aber wenn du nicht aufgeben willst, kann ich ihm in der Zwischenzeit helfen. Gib ihm das letzte Colto, wenn es sein muss. Der nächste Kampf steht kurz bevor. Ja, aber es ist ja genau, ich habe mit O2. O2 haben so viel Datenvolumen, aber haben ein miserables Netz. Warum? Diese Kreaturen noch nicht erwischt haben. Ja, keine Ahnung. Ich bin seit Jahren bei der Telekom, zahle zwar viel Geld, habe aber noch nie Probleme gehabt.
Was wollt ihr zu mir? Hey, schön, dass wir raus. Ich habe euch gesucht. Was ist hier passiert? Ich wusste es. Ich wusste, dass sie uns retten würden. Wir suchten nach Weisheiten des Jedi-Kodex. Die Fleischräuber haben unsere Prüfung gestört. Ich hatte noch nie so einen Kampf. Wir haben ihn getötet, aber Jerridan wurde schwer verletzt. Jetzt bekommst du gleich eine Sache. Ich dachte, ihr hättet noch keine Kampfausbildung erhalten. Die Meister wollten euch... Eine Sache bekomme ich. Wir sind keine Krieger. Abgesehen davon suchen die Jedi also jetzt, keine Rache. Das ist deine Meinung, Minaus. Wir haben uns aber anders entschieden. Du kannst jetzt selbst entscheiden. Ausbildung hin oder her. Die, ein Haufen Tiere wird uns nicht daran hindern, Seite. Jedi und zu werden. Oder du bleibst neutral. Jedi geben nicht auf. Aber manchmal... Ich geh auf die Helle. Falsch. Im Kodex heißt es, es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es reicht, Menaus. Wenn ihr uns Hilfe anbieten wollt, wir könnten sie brauchen. Helft uns, um die Fleischräuber büßen zu lassen. Ihr geht nach Hause jetzt, wir müssen uns rächen. Rächen wäre ja dunkle Seite, also wäre das die Genau. Das siehst du auch, wenn du da drauf gehst. Ja, sehe ich auch gerade hier. Ne? Ja. Ihr beschreitet einen gefährlichen Pfad. Ihr und eure Freunde müsst zum Lager zurück, solange ihr noch könnt. Aber wir stehen so kurz davor, die Prüfung zu beenden. Nein, das tun wir nicht. Wie ich sehe, habt ihr einen Signalsender. Gebt ihn uns und sobald wir unsere Sachen zusammengesucht haben, geben wir das Signal zur Abholung. So, Eroberungspunkt. Gibt es eigentlich später auch irgendwas wie Lichtschwert werfen oder sowas? Ja, kommt noch. Okay. Weil ich vermisse so eine Fernkampfattacke. Also jetzt Richtung. Ist schon fest, ne? Jo. Nicht so gut. Corona an sich ist harmlos, aber die Nachwirkungen danach sind nervig. Wow. Im Vergleich zu mir bist du richtig OP. Ich nein. Doch. Okay, kommt noch. Rennst da gerade rein und zunächst mal alle auf einmal. Bist du noch da? Du bist jetzt raus. Ich bin jetzt nochmal draußen. Ich glaube, wir müssen jetzt was einstellen. Ja. Komm ich da mal raus? Ich muss mich das aber erstmal selbst suchen. Ja, du gehst jetzt, du müsstest unter der Einstellung. Ja. Ich muss jetzt bei dir ins Ding gucken. Stream unter Sozial. Ja. Da ist ja den Delay. Da steht Zugang zur Story. Hier oben. Und persönliche Phase erlauben. Hab ich. Das müssen wir anklicken. Anwenden. Okay. So, hab ich. So, und jetzt müsstest du reingehen und ich kann da mal hinterher springen. Betreten. Bist du drin? Ja, ich bin zwar drin, aber ich bin nicht bei dir in der... Nee, bist du nicht. Wir müssen, glaube ich, davor schon betreten drücken, oder? Ich bin drin. Du müsstest eigentlich mal reinkommen. Oder? Warum geht das nicht? Doch, komm jetzt mal rein. Shit. Eingetreten.
glaube, die kannst du nur alleine machen. Eigentlich nicht. Bist du jetzt für mich drin oder für dich? Ich? Aber warum sehe ich dich hier nicht? So, jetzt siehst du mich. Ja, jetzt. Ich hätte nämlich gerade deine Mission ausgewählt, weil du drin warst. Hallo? 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 Ich will es mal ausprobieren. Gut, das war nix. Nice. Ah, Timo wäre da. Und guter neu gestartet. Das ist gut. Das ist gut. Läuft's denn jetzt besser bei dir? Hört auf zu kämpfen, Padawan. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Weil der Orden sich entwickeln muss. Und ihr seid schwach. Wer ihr auch seid, tretet von diesem Ja, gönn dir mal ein paar Chips. Ihr seid gefährlich. Ihr habt Fasch ist weg, wunderbar. Getötet. Wir greifen nicht an. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Aber hier sind Auswahlmöglichkeiten, ne? Legt eure Waffen nieder. Ich möchte euch nichts tun. Der alte Orden ist tot. Lang lebe der neue Orden. Nicht hier aufheben, angreifen. Das war's schon. Geht es euch gut? Was ist geschehen? Hört man eigentlich den Ventilator im Hintergrund? Dank der Macht seid ihr beide sicher. Dieser Mann ist kein Jedi. Bei mir. Zumindest keiner von uns. Hey, hört mal meinen. Also ich höre ihn nicht. Er hat den Angriff auf das Trainingsgelände angeführt. Er nannte die Fleischräuber seine Soldaten. Ich habe den Rat gewarnt, dass diese Eingeborenen keine primitiven Tiere sind. Das ist der Beweis. Dieses Lichtschwert. Es ist Darf ich das haben? Wie vertraut. Seltsam. Du hast diesen Angreifer ganz allein ja. Nur mit einem Übungs. Ich habe ja noch keins, hätte ich ganz gerne. Beeindruckend. Du wirst noch eins bekommen. Ich bin meinen Instinkten gefolgt. Zeitnah oder? Sie haben dir gute Dienste erwiesen. Zeitnah. Die Schlachtwurst. Weil das Wiebruchschwert ist ja kein. Wir sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen. Okay. Alive, das ist ein cooler Emote. Die Kombi, die ist geil. Das sollte sie erstmal fernhalten. Das war unglaublich, den Trick will ich auch gönnen. Ich möchte lernen, wie man das macht. Du musst nur ein paar Jahrzehnte lang üben, dann hast du es im Handumdrehen raus. Noch nicht. Ich werde dich zu einem Medicenter bringen. Na, ist du auch scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Ich bin gerade erst auf Tython angekommen. Wo muss ich hin? Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinausführt.
Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich dort. Ja, dann auf zum Jedi-Tempel, oder? Kann ich Rüstung eigentlich anlegen, weißt du das? Antenne und andere. Jo, rechte Maustaste. Hast du eine Stufe 12er Hose bekommen? Aber auch die. Wie bitte? Ja. Apropos, mir fällt was ein. Ich muss eben noch kurz eine WhatsApp schreiben, wenn ich. Ganz vergessen. Also das hat jetzt nicht für mich gezählt, die Quest. Nee, weil die mussten wir jeder einzelne abschließen. Stand vorne dran. Ja, dann mach ich die halt eben schnell. Ja. Warte dann draußen. Sorry. Da musst du dir gerade deine komplette Sammlung zeigen. Dragon? Ja, warum? So sehe ich hier gerade. Hast hier gerade mal komplette Emotes gepostet. Oh, ich habe noch mehr. Ich hab meine Hunde, die reichen mir. Habe ich noch die, die und die? Weiß ich doch. Ich hab die doch auch. Ich weiß. Trotzdem kann ich dir mal zeigen. So. Und du bist jetzt wieder drin. Jojo, geht schon. Ja, mach ruhig, dann zerlege ich dir noch ein paar von den Viechern, dann kann ich ein bisschen leveln. Ich bin schon wieder auf dem Weg, mal draußen. Ging ja schnell. Ging ja schnell bei dir jetzt. Ich hab kein Problem. Ja gut, du hast die Fähigkeit, kannst die da im Umkreis direkt zerlegen, ne? Nee, noch nicht. Kommt noch. Der hat's doch gerade vorhin auch, wo du reingegangen bist, hast du erstmal alle in einem Radius da zerlegt. Da kicke ich die nur weg. Mehr ist es nicht. Aber wir können jetzt die Quest da hinten abgeben. Ah, mit den Gefangenen, ne? Ja, aber wo du die Padawan jetzt gerettet hast. Die meine ich. Ah, okay, die war nicht zerlegt, okay. Weil letztes Mal hast du sie nämlich damit umgebracht. Ja, jetzt kommt doch von welcher Mob. Den hol ich mir hier.
Ach, eine Stufe 5. Ich sag mal, so schlecht ist das Spiel auf gar keinen Fall. Trotz, dass es so alt ist. Der Sender funktioniert und ein Gleiter ist unterwegs. Ihr konntet diesem Padawan wirklich helfen. Einer von ihnen wurde verletzt. Ihr müsst zusammen mit dem Evakuierungsteam einen Sanitäter schicken. Das bedeutet eigentlich die 35 hier unten an meinem... Sie sind in guten Händen. An meinem Bild. Wahrscheinlich wollt ihr euch nun wieder euren Prüfungen zuwenden. Das bedeutet, dass er 35 Punkte hat. Hätte ich jetzt was gewählt. Und hätte, sagen wir mal, 36 Punkte, wäre mein. Also mein Text dann da angekommen. Wieso habe ich jetzt das hier ins angepinnt? Was ist das jetzt hier? Postfach. Ja, Postfach. Riech Kisten hier oder was? Ja, du kannst ja mal reingucken. Ist weg. Ist auch weg. Machen wir da rein. Hier, Handschuhe des tyrannischen Schlachtenkämpfers. Genau wie bei mir. Passt ja mal überhaupt nicht zusammen, ne? Geistest du schon wieder rum? Neben mir. Ich mal eben umgezogen. Oh, das ist ein schönes Outfit. Ja, und das noch jetzt, das hat die vor dann jetzt in lila oder in schwarz. So fern. Ja, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Ah, ja, das ist ein Geschenk. Was ist denn für Chips, Timbo? Ich habe jetzt vor kurzem die von... Wie heißt die? Fun-Chips, diese Smoky-Kollektion probiert, die war geil. Hast du auch schon mal gegessen, Dragon? Oh. Hier Roasted Paprika, Roasted Grilled Cheese. Ich bin eher auf Pringles. Also ich fand die Fun-Chips mit diesem Roasted fand ich geil. So ein richtiges rauchigen Geschmack. Ich muss ja hier töten.
Können wir so noch nicht machen. Gewinn. Wen soll ich jetzt hier töten? Du hast doch jetzt besiege die Fleischräuber, Fleischer, 3 von 4. Achso, da, ja. Das sind diese Weißen. Also die da. Wir sind ja jetzt schon zu dritt in der Gruppe. Na, du hast deinen Helfer dabei. Jo, das ist eine, die du freischalten kannst. Mit bestimmten Punkten. Dafür musst du aber online sein und aktiv spielen und so weiter. Ja. Darfst du gern zuschlagen. Ja. In jede Kante. Oh, der sieht schön aus. Der hat doch was. Zum Beispiel der hier, der gibt dir jetzt hier eine Quest. Moment, du bist deutlich schneller mit deinem. Achso, ja, stimmt ja. Also hier der Typ, der hätte ohne diese Erkundungsmission hätte die Quest jetzt nämlich nicht gesehen. Padawan, wie ich hörte, habt ihr mit euren Prüfungen begonnen. Das sind aber auch so kleine Sachen, die sagt ja auch wieder keiner, ne? Tönen von euch. Es freut euch sicher, dass ihr so weit gekommen seid. Doch manche Jedi. Ja, aber so irgendwie so ein Leitfaden oder sowas, ne? Da wird so nicht erklärt. Interessiert. Worum geht es bei dem Auftrag? Siehst du, das 100 Punkte, ich habe 87 und dein Gespräch wird weitergeführt. Ach so. Und ich höre dir gesagt zu. Die Republik sucht Hilfe bei es gab früher Sozialpunkte. Je mehr Punkte du gemacht hast, desto mehr Sozialpunkte hast du bekommen. Viele sind okay, also ich entscheide quasi, wie das Gespräch abläuft. Wer die meisten Punkte hat, ne? Mancher. Ich habe jetzt gerade 100. Ich kann gut mit einer Klinge umgehen, aber das... Was beinhaltet diese Simulation alles? Eure Bescheidenheit ist bewundernswert, aber unnötig. Ich habe bereits viel über euer Potenzial gehört. Als ich jetzt mehr Punkte hatte, hast du ja meinen Gespräch gehabt. Um gemäß imperialen Militärprotokollen und Schlachtfeldtaktiken zu handeln. Zeigt eure Fähigkeiten, indem ihr diese Droiden besiegt und ihr seid auf dem besten Weg, republikanische Truppen in den Kampf führen zu können. Traut ihr euch das zu? Ihr müsst euch doch entscheiden, ne? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Die erste Gruppe Trainingsdroiden wartet auf euch. Viel Erfolg. Das wäre hier. Hinter dir. Und von denen kriegst du 5 Quests. Je weiter du mit der Story bist, desto mehr Übungen kriegst du. Und die muss ich angreifen, ne? Ja. Mach gut. Und muss auch. Oder wir müssen gleichzeitig. Dann müssen wir halt gleichzeitig. War schon irgendwie.
Jo. Wow. Kannst du nicht das hier wieder abgeben? Ist irgendwie mehr gerechnet. Ja, und das müssen wir jetzt 5-mal machen. Ich bin beeindruckt. Hoffentlich haben wir bald eine anspruchsvollere. Je weiter wir hier mit den Storys sind, desto. Da kann das. Ist ja noch einer. Ja? Nee, jetzt auch nicht. Oder hast du vergessen, jetzt gab. Ich hatte es gerade angesprochen, aber jetzt habe ich hier nichts mehr. Ich habe schon beliebt zum Jedi-Tempel. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Oh, dann hast du Schnapp gegeben. Ja. Die Programmierung dieser Tür. Das ist ein Holo-Gespräch jetzt einfach. Padawan, ich bin Satil Shan, Vorsitzende des Hohen Rats der Jedi. Ich würde mich gern unter vier Augen mit euch unterhalten, bevor wir uns mit den anderen treffen. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit, Meisterin. Was ist euer Anliegen? Das ist kein Gespräch für einen Com-Kanal. Kommt in meinen Meditationsraum im Tempel. Wir sprechen dort. Da müssen wir dahin, ne? Jo, bis mal. Hat der ein Tempo drauf? Wenn du dich ausloggst, hier zum Beispiel so in der so eine Ruhezone, Masekap betreten. Ja. Damit bekommst du dann, wenn du dich wieder einloggst, mehr Erfahrung für die Gegner. Okay. Gegner. Wenn du dich ausloggst, immer so eine Ruhezone. Tschüss. Ja, Timo, das ist also schlecht ist auf gar keinen Fall. Sehr, sehr komplex auf jeden Fall. Wie gesagt, rede mich total in World of Warcraft. Ja, treten. Ja. Ich muss dir dann immer folgen, ne? Wenn du da reingehst. Hä? Bist du jetzt hin? Ich stehe hier vor der Tür. Wollen wir nicht mit dir sprechen? Hast du schon mit dir gesprochen? Nee. Ja, geh rein. Jetzt macht er das. Willkommen, Padawan. Überall im Tempel hört man schon von eurem Heldenmut im Trainingskampf. Herr Timbo fragt, kann man Endgame-Raids in Gruppen machen oder ist das wie in jedem Endgame nur noch tägliche Quests und kannst so sicher machen? Raids machen. Das muss eine sehr beunruhigende man muss beides machen, Raids, tägliche und so weiter. Es tut mir leid, dass es zu Gewalt gekommen ist, aber ich freue mich, im Leben zu sein. Das Beenden so Raids ist Endgame, ja. Gemacht. Und warum überhaupt an die Welt teilzunehmen, braucht man darum auch viel die Kämpfe ruhig und mit der Kraft des Verstandes an. Emotionen wie Angst und Wut führen zur dunklen Seite. Ich kann meine Gefühle kontrollieren, ganz egal, womit ich konfrontiert werde. Das irgendwie gefällt mir das Design aus dem gar nicht. Uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Die war besser als meine bisherige. Denkt an diese Worte. Wenn die Dunkelheit kommt. Und nehmt das hier. Der Kodex ist eine Quelle der Kraft, aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern. Kann man nicht irgendwo Klamotten mit Credits kaufen? Bitte? Lohnt sich nicht. Weil spätestens zwei, drei Quests später hast du wieder was Besseres.
Ja, ich will mir was anderes anzuziehen hier. Tata. Oh, eine bessere Waffe. Gibt's irgendwie eine Kiste, wo ich Sachen umlagern kann? Ja. Einen Moment. Kann ich eine her. Eine machen. Eine mal kurz. Ich muss unter den raussuchen hier. Ne, Gilde muss ich nicht. Vermächtnis war das, glaube ich. So, wolltest du jetzt eine Flagge haben? Ja klar, ich stehe hier. Da kann ich jetzt alles reinschmeißen. Kannst du. Ja, ich brauch da Kartellmünzen für. Und was brauchst du? Kartellmünzen. Ich dir jetzt? Ja. Kartellmünzen kannst du sofort 80 Laderaum-Slots kaufen. Ne, wenn du ein Abo hast oder Spielzeit hast, automatisch Laderaum. Das ist einer der Vorteile eines Abos oder Spielzeit. Das heißt, was mache ich bitte mit den Sachen, die ich jetzt dabei habe? Ne, die aus dem Inventar ziehen, dann kannst du die entfernen. Einfach rausziehen quasi. Oder verkaufen. Das ist doch eher. Wir sind doch gerade an so einem Kantina vorbeigekommen. Aber wo wir uns ausloggen sollen. Ja, hier ist ein Kantina hinter, da kannst du eben verkaufen. Ach gut. Ich dachte, das wäre so eine Art Bar oder so. Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Wow. Kann ich gar nicht verkaufen. Das Orange musst du aus dem Inventar ziehen. Also die Klamotten, die du bekommen hast. Rechtsklick. Ja, warte. Und verkaufen. Die kann ich nicht verkaufen, die kann ich nur rausschmeißen. Oder geh neben der Kantinehändler ist ein Sozialhändler. Kannst du auch da versuchen. Nee, die haben ja keinen Wert. Die muss ich rausschmeißen. Titel der Erhabene. Benutze Schein. Seht euch ruhig um. Timbo, wen fragst du denn gerade? Astra oder mich? Also mir gefällt das Spiel bislang sehr gut. Ist halt was längerfristiges, ne? Ist halt nicht, wo du innerhalb von einer Stunde schon alles kannst. So, ich habe jetzt alles soweit raus, jetzt können wir weiter.
Klamottensache finde ich ja so am besten. Ne? Jo. Das ist immer so eine Sache, eine Ausrüstung oder Aussehen. Ne? Du hast den Seiner, also ich verändere mein Aussehen jetzt nicht mehr. Egal, was ich anziehe. Weil du so ein Design hast, ne? Genau. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Weil Helm und Rüstung passen halt überhaupt nicht zusammen mit der Hose. Ich habe die Tempelarchive durchsucht. Dieser Machtanwender, der die Fleischräuber anführt, hat nie eine Jedi-Ausbildung erhalten. Dann haben die Sith... Ist doch Shaak-Ti, oder? Sollten wir uns nicht auf sie vorbereiten? Beruhigt euch, Padawan. Das war doch gerade die Meisterin Shaak-Ti, oder? Aber wir haben alle eine anwachsende Dunkelheit gespürt. Vielleicht wird sie endlich enthüllt. Der Feind, dem ich mich stellte, wollte den Jedi-Orden vernichten. Nicht? Viel dunkler kann es nicht werden. Euch will Plappig spielen. Ja, das hat den Raum jetzt aufgehellt. Dies ist der Padawan, der unsere Leute im Trainingsgelände gerettet hat. Sieht aber exakt so aus. Dies sind Meisterin Kiwix und ihr äußerst mitteilsamer Padawan. Sie spielt Millionen von Jahren auf Professor. Die anderen Meister werden von fernen Welten übertragen. Es ist bedauerlich, dass wir... Gut, die ähneln trotzdem den Bekannten. In der Tat. Die Sicherheit des Tempels wird unerwartet gefährdet. Bis heute waren die Fleischräuber unorganisierte Wilde. Sie tragen Blaster und sind organisiert wie eine Armee. Wir müssen herausfinden, wieso. Der Mann, der die Fleischräuber angeführt hat, war vermutlich nicht alleine. Ein großer Teil Tysons ist noch unerforscht und wir haben nur wenige Ressourcen zur Verfügung. Ich kümmere mich darum mit der Hilfe meines neuen Padawans. Orgis, ihr habt seit Coruscant keinen Padawan mehr angenommen. Die Macht ist stark in ihm. Stärker, als ich es seit Jahrzehnten gesehen habe. Ich kann mir keinen besseren Meister vorstellen, um die Ausbildung dieses Padawans zu beenden. Ich betrachte es als Privileg. Immer mit der Ruhe. Vor dir liegt eine schwierige Aufgabe. In der Kammer unten findest du Ausrüstungsgegenstände. Statte dich aus, wir treffen uns doch. Mal gucken, was geschrieben worden ist. Sorry, muss ich mal schreiben. Da. So, hol die Ausrüstung. Müssen wir oben bleiben oder runter? Lassen. Runter, runter, runter. Bin ich ganz eifersüchtig. Wieso? Also coole Sachen kann ich noch gar nicht. Da brauchst du auch ein Abo für. Ich nehme mal an, dieser Schrank wird der richtige sein. Aber wie kommst du da drauf? Keine Ahnung. Fiel mir so ins Auge, so ganz unauffällig. Ich sterbe eher an Altersschwäche, als dass meinen Kollegen der Gesprächsstoff ausgeht. Ich unternehme lieber etwas gegen Probleme, als über sie zu diskutieren. Dennoch gibt es Momente, in denen Reden das Richtige ist. Du bist Hals über Kopf in diese Sache reingerutscht. Du wirst auf Gefahren treffen, denen sich viele Jedi niemals stellen müssen. Ich kann dir nicht verdenken, wenn du Fragen hast. Jetzt hättest du die einzige Gelegenheit dazu. Ich finde den Sinn dahinter später heraus. Suchen wir unseren Feind. Ich kenne Leute, die helfen können. Es gibt eine Gruppe Twi'lek-Pilger auf Tython. Sie kämpfen schon seit Monaten gegen die Fleischräuber.
Die Republik hat uns gebeten, was habe ich jetzt von ihm bekommen, weißt du das? Zu verweigern. Sie haben sich illegal angesiedelt. Kippe, Louis. Gesagt, also brauchen wir sie. Inwiefern verstoßen sie gegen Gesetze? Als man Python gerade wiederentdeckt hatte, baten die Twi'lek den Senat um Erlaubnis, sich hier anzusiedeln. Ihre Bitte wurde abgelehnt. Zu gefährlich. Aber sie kamen dennoch. Die Twi'lek haben eine Siedlung in den Bergen. Das ist dein nächstes Ziel. Errichte ein Basislager und sprich mit der Matriarchin. Finde alles heraus, was die Twi'lek über die Fleischräuber wissen. Ich bin bereit, wieder hinauszugehen, Gutes zu tun. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. So. Annehmen. Oh, haben wir es bekommen. Irgendwie gar nichts. Meditationsperlen, hat keinen Nutzen, kann aber einer verkauft werden, wunderbar. Hat keinen Nutzen, hat keinen Nutzen. Hat keinen Nutzen. Wow. Hat den Schrott. Ich hab nur Zeug zum Verkaufen. Ich komm einfach mal zu deiner Position jetzt. Ja, ich wollte mal gucken, ob da rauskommt. Hat er schon ein Tier? Hier zum Gleiter. So. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Orte. Wo müssen wir hin? Ich würde dir das anzeigen. Nö. Die rechte. Das rechte. Kali, Kori. Passen Sie auf sich auf. Jetzt habe ich nämlich kein Missionsziel, deswegen. Das ist alles der Vorteil eines Abos. Auch das Reittier. Aber bist du die Vertreter für Old Republic, dass du hier Abos verkaufen musst? Nee, das nicht. Hört sich aber fast so an. Hier ist eine Quest, die würdest du jetzt auch nicht sehen ohne eine Eroberung. Da hinten ist auch noch eine Quest. Und diese Dreiecke immer. Ich weiß ja noch, wollt ihr alle machen spät, oder? Wie immer. Klar, ist das Punkt fürs Leveln. Sie haben ihre Opfer bereits gefordert. Mein Vater kannte diese Berge. Ist doch alles Leveln. Patrouillen zu führen, so gut er konnte. Aber als sie Fleischräuber aufkreuzten, schaffte er es nicht nach Hause. Er war nicht mehr jung. Aber er verdient etwas Besseres, als zerfleischt zu werden. Habt Mitleid, Jedi. Findet ihn und tötet die Räuber, die sich euch in den Weg stellen. Ich tue mein Bestes, um euren Vater zu finden. Seid vorsichtig. Und beeilt euch vor allem. Bitte, falls ihr ihn findet. Wenn er verletzt oder verwirrt sein sollte, erkennt ihr ihn an seinem goldenen Familienring. Von dem würde er sich nie trennen, solange er lebt. Alles klar. Und dahin ist noch einer, ne? Kommt her, Jedi. Leiht einer bescheidenen Dienerin der Matriarchin euer Gehör. Ich versichere euch, eure anderen Angelegenheiten können warten.
Mein Name ist Vedariat Ayon. Ich kümmere mich um die Körper und Seelen der Dorfbewohner und ich habe eine Bitte. Ich spreche von den Fleischräubern. Sie werden in letzter Zeit stärker und ich weiß wieso. Was sind diese Fleischräuber eigentlich? Wo kommen sie her? Das weiß niemand so genau. Sie waren schon hier, als die Pilger nach Tython kamen. Das ist quasi ein bisschen der Leitfaden von dem Planeten, oder? Die Fleischräuber. Sie haben ein Elixier entwickelt, das sie unbändig macht. Wenn sie es trinken, werden sie rasend. Sie bekommen Schaum um den Mund und stürzen sich wie hungrige Tiere auf ihre Beute. Es ist eine widerwärtige Medizin. Primitiv und unheilvoll. Wie konnten die Fleischräuber so etwas nur erlernen? Ich habe keine Ahnung. Derartige Bosheit ist für uns unverständlich. Wir sind zu wenige, um die Fleischräuber direkt anzugreifen. Nicht einmal die Jedi könnten diese Ungeheuer auslöschen. Aber mit Hilfe unserer Krieger könnten die Jedi die Höhlen der Fleischräuber erreichen und die Gottliche mit dem Elixier vernichten. Jo. Das ist keins für mich. Dann bin ich dabei. Ich danke euch dafür. Ich muss mich hier beerdigen. Und Usmea weiß, wo die Bottiche lagern. Er ist unser Wachhauptmann. Also für morgen redet mit ihm, um die Geheimnisse der Räuber zu erfahren. Was denn, RG oder Desperados? Desperados. Das wäre gut. So. Wird zuerst die Mission, die Nebenmission, ne? Also erst hier rein, also das stört mich. Erst da rein, okay. Ja, richtig, das war ein Level-Abbrecher. Ja, ja. Wieso kommst du jetzt nicht rein? Jetzt geht es. Bist du schon drin? Jo. Siehst du. Eben hier. Ja, Fokus. Ja. Das ist jetzt Iced Tea Pfirsich, also Iced Tea Peach. Sonst habe ich, glaube ich, noch Tropical. Du musst mal rein und raus, weil du bist bei mir irgendwie in der Phase. Ja. Du kannst hier nicht anquatschen, du müsstest dann nochmal rein und nochmal rein. Das ist auch wieder auf einzeln machen müssen. Jetzt warst du bei dir in der Farbe. Hat gepasst. Ich grüße euch, Matriarchin. Meister Augustin schickt mich, um euch... Die neue Sommeredition, die habe ich nicht. Was ist das denn? Wie man schmeckt die? Die lassen sich also endlich herab und erkennen, dass mein Volk leidet. Wie edelmütig. Ich bin sicher, das hat auch überhaupt nichts mit dem Angriff auf euer Trainingsgelände zu tun. Es war uns nicht klar, wie groß die Bedrohung durch die Fleischräuber geworden ist. Und jetzt braucht ihr die Hilfe des Volkes, das ihr einst ignoriert habt. Meine Späher beobachten die Fleischräuber schon seit Monaten. Sie werden immer stärker. Ich werde euch erzählen, was wir herausgefunden haben. Aber nur, wenn ihr versprecht, mein Volk zu schützen. Wir leiden. Sind bei mir nicht so die Jedis, die jedem helfen, oder? Ich helfe nie ein. Bitte? Ich helfe nie einem. Bei allem Respekt, ich habe nicht viel Zeit. Ich brauche Erdbeere Wassermelone. Hört sich mal lecker. Das ist meine Tochter, Rana Tao Wen. Hört sich geil an. Sie wird zusammen mit Späherführer Morind für mich sprechen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Mir ist egal, warum ihr hier seid. Hauptsache, ihr vernichtet die Fleischräuber. Seit sie die neuen Waffen und die Ausrüstung haben, jagen sie uns wie Tiere. Der Feind hat ein Lager im Tal hier. Time to kick it! Hit me! Wir müssen den Fleischräubern Angst machen, ihre Waffen sabotieren, sie so manipulieren, dass sie vor ihren hässlichen Gesichtern explodieren. Wie sollen wir das machen? Sie verwenden Standardtechnologie der Republik. Wir könnten die Stromkreise und Plasmaspulen überladen. Hier, ich zeige es euch.
Ich rede extra was wegen, die das hier Fleischräuber hört. Verluste erleiden und ihren technologischen Vorteil verlieren. Mit der Wenn kannst du wir uns die Technologie beschafft, der. Könnten wir uns mit den Waffen verteidigen. Mit Brünnet Wieleka. Das Dorf ist sehr anfällig für Angriffe. Aber braucht bessere auf die Verteidigungsmaßnahmen. Diese Diskussion ist sinnlos, wenn ihr nicht in der Lage seid, in die Höhle zu gelangen. Ihr braucht einen der Zugangsschlüssel der Anführer. Findet die Technologie der Fleischräuber und tut, was ihr für richtig haltet. Viel Glück, Jedi. Ja, die 3-für-2-Aktion kenne ich, Timbo. Die kenne ich, muss man darauf achten. Also das, der Sormix Erdbeerwasser hört sich geil an. Das muss man probieren. So, bin draußen. Jetzt machen wir eben eine Zigarette. Alles klar. Kannst du hinten die Quest schon mal annehmen, wenn du möchtest. Die verkaufen, ja, glaube ich. Noch mehr junge Jedi in Kalikori. So, so. Ich bin Julef Fahn, Meister der Rituale. Willkommen. Ihr wollt an der Zeremonie teilnehmen? Seid ihr euch der Gefahren bewusst? Klar, immer. Auf jeden Fall. Ohne jeden Zweifel. Gut. Zusammen werden wir die Kluft zwischen den Pilgern und den Jedi überbrücken. Kommen nach Kalikori, um das Ritual des Übergangs zu vollziehen. Diejenigen, die die Zeremonie bestehen, werden mit einer Audienz bei Kolovish belohnt, um ihre Weisheit und ihre Geschenke zu empfangen. Kein Jedi würde bei einem Ritual der Pilger scheitern. Es sind schon viele gescheitert. Doch wenn euch die Jedi-Meister nicht davon abgeraten haben, scheint ihr bereit zu sein. Kolovish lebt oben in den Bergen. Einst war sie unsere Anführerin. Jetzt leitet und beschützt sie uns. Um die Zeremonie abzuschließen, müsst ihr die 1000 Stufen zu ihrem Zuhause erklimmen. Ihr müsst eine Fackel bei euch tragen und die Signale entlang des Pfads anzünden. Ihr müsst die Flamme vor den Bestien und den Fleischräubern beschützen. So werdet ihr euren Wert beweisen. Wenn ihr wollt, kann ich die Fackel entzünden. Sie brennt nur für kurze Zeit. Aber wenn ihr würdig seid, wird es reichen. Entzünden, klar. Ich bin bereit, die Flamme zu tragen. Dann geht und entzündet jedes der Signalfeuer entlang des Gebirgspfades. Wenn ihr das Ende erreicht, werdet ihr Kolovish begegnen. Ja. Die müssen wir anzünden hier. Jo. So, Feuerchen brennt. Muss erwarten, bis sie fertig wieder zurückgesetzt wird. Willst du hier warten, oder was? Nein, das nicht. Hat sich gerade so angehört. Nee, zum Beispiel, ich bin jetzt ein fremder Spieler und werde unten die Fackel entzünden. Ach so, dann muss ich warten, okay. Du gehst auch nicht mal hin und tötest dich schon. Zweites auch an. Ich bin unnötig. Okay, ich höre auf. Ich lasse mich nur kämpfen. Ich
Siehst du, ich krieg das auch hin. Ich muss nur erst da hingehen. Du siehst jetzt zum Beispiel diesen Sklavenmeister mit so einem silbernes Zeichen. Ja. Dieser Mob ist jetzt stärker wie die normalen Mobs. Okay. Also etwas stärker. Und dann gibt es noch welche, die haben goldene Zeichen. Die sind auch stärker wie die silbernen. Kiste auf, zack. Die Zerfleischer hier noch wegmachen. Wie gesagt, ich bin nur Support. Obwohl wir beide auf demselben Level sind, ne? Vom Spiel her. Ja, wir machen ja die gleichen Quests. Zack. Mal gucken, ob der Special Mob da ist. Nee, leider nicht. Ist nicht da. Hier ist ein hier gammelt ein Special Mob. Oh. Normalerweise. Ich krieg gleich einen Drehbaum. Ich hab's angesprochen. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolowisch. Erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Ihr seid der Grund, weshalb die Pilger nach Typhon gekommen sind? Meine Lehren verärgerten unsere Herrscher. Sie verachteten unsere Lebensart und weigerten sich, die Autorität der Matriarchen anzuerkennen. Auf Typhon können wir unseren Sitten in Frieden nachgehen. Sogar die Fleischräuber können unsere Gesellschaft nicht zerstören. Nicht für immer. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Ja, ja, hab ich schon gesagt, diese Rüstung, die gefällt mir auch nicht. Geht dem Jedi-Orden, nicht den Pilgern. Die wird auch geändert, aber ich habe halt nichts Besseres aktuell. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Was sagt ihr ja vorhin? Das ist immer so der schwierige Part zwischen guter Rüstung und gutes Aussehen. Jedi müssen sich der Dunkelheit stellen. Ich glaube, dass ihr euch der Dunkelheit unserer Welt stellen werdet. Und vielleicht einer noch größeren. Geht euren Verpflichtungen nach und wisset, dass mein Segen mit euch geht. So, was haben wir da? Ich habe einen Kopfschutz bekommen, direkt den Pilotenhelm weg. Lecker, saftiges Gedärm.
Sturm machen jetzt. Da wieder runter, ne? Jo. Oh, der Special Mob ist da. Schon bis unten. Jo. Ich jetzt auch. Da ist er. Jo. Kletti wäre stark. Oh, ich hab mir mal meine andere Hose angezogen. Oh, wow. Ich kann mal in Ego laufen. Aber wohl, wir sind keine mehr. Ich sah mal hier die Reste auf, die hier liegen. Ne? Okay, also ich merke so, als Nahkämpfer hast du doch schon Nachteile, ne? Du hast deinen Sprung ja. Ja, wow, der greift aber auch erst ab ein paar Meter. Was bringt eigentlich saftiges Gedärm? Ich auf. Okay. Komm, schmeiß. Klar spiele ich das weiter. Das Spiel gefällt mir auch. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes als nur diese Shooter. Oh, nicht Dragon. Das ist deine Sache, ob du das meinst. Komm, Star Wars kann man immer spielen. Ja. Star Wars ist immer gut. Was ich auch noch eventuell streamen wollte, war Lego Star Wars hier, das neue. Luke Skywalker Saga. Kennst du das? Ja, hab ich. So, okay. Hast du? Ja. Weil die Lego Star Wars Sachen sind gar nicht so schlecht. Also die sind wirklich im Spielen gut gemacht. Ich hab mich noch nicht reingefuckt. Ich hab, glaube ich, 5-6. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, Timbo. Komm gut ans Liegen. Ja, ich mach noch. Mal noch ein bisschen. Das klappt halt nicht noch. Aber danke, dass du da warst. Wo rennen wir hier eigentlich gerade hin? Ich weiß. Das ist der nächste. Kein Thema, nächstes Mal. Moment, wir müssen. Hau rein, Timbo! Ja, ich denke mal, auch nächstes Mal wird es ein bisschen interessanter. Ist ja mehr so jetzt Einführung. Ne? Wir müssen nochmal zurück zur Stadt. Ja, ich laufe dahin. Wir haben vergessen, mit den Typen hier unten zu quatschen. Müssen wir die andere Quest erst noch abgeben? Nee, die kannst du gleich abgeben, wenn man dann wieder hier. Müssen gleich hier, so wieder hier zurück. Äh.
Also Hohl spricht er. Jedi, ich glaube, ich weiß, was euch herführt. Ich kann mich sogar zu ihr teleportieren, ne? Sie hat euch vom Elixier der Fleischräuber erzählt. Das ist ein Hologespräch. Also du stehst jetzt da, wo du bist. Vedaria sucht einen Weg, das Elixier zu vernichten, aber sie macht da einen gewaltigen Fehler. Wir sollten das Elixier nicht vernichten. Wir brauchen es. Ich würde euch gut bezahlen, wenn ihr es mir bringt. Gute Nacht, Timbo. Ich verstehe die Beweggründe nicht. Das Elixier kann unsere Bevölkerung machen. Es wird sie vielleicht verändern, aber es wird funktionieren. So können wir unser Dorf verteidigen und unsere Feinde besiegen. Stellt euch nur vor, wenn das Elixier einen Fleischräuber mächtig machen kann, was wird es dann erst bei einem Pilgerkrieger bewirken? Bringt es mir und ihr werdet belohnt. Gepriesen! Was ist der Bildschirm gerade hell? Ich werde euch nicht helfen, den Pilgern das Elixier zu geben. Na schön. Hört auf ein altes Weib und vernichtet das Elixier. Das Blut der Pilger wird an euren Händen kleben. Das Elixier ist in den Höhlen auf der anderen Seite des Dorfes zu finden. Doch ich bezweifle, dass ein Jedi auch nur in die Nähe der Bottiche kommt. Mal eine kurze Frage zum Hintergrund. Die mögen die Jedi noch nicht besonders, oder? Welche? Allgemein. Wenn ich so höre, wie die mit denen reden. Ja, die Jedis, sagen wir mal so, interessieren die Twi'leks ja nicht. Also die Jedis sind die Twi'leks egal. So gesagt. Okay. Wieso? Was denn? Ah. Er hat den Shit aufgemacht, ich kann mich gar nicht bewegen. Deswegen. Ich sag, was ist denn los? Muss das hier so aussehen oder läuft hier einer vor? Zum Beispiel Elixier. Habe ich. Noch mehr oder was da oben? Die ersten Datenpatch, was du anquatschen musst. Sie haben mich gefunden, oh Matriarchin. Vergebt mir. Die Fleischräuber sind hier. Ich kann sie nicht abwehren. Die Patrouille ist zu weit weg. Ich kann nicht. Lebe wohl, mein Sohn. Matriarchin, lebt wohl. Also bist du mit dem Vater jetzt, ne? Genau. Bist du noch irgendwas, oder? Nicht blind. Nee, ist alles gut. Ach ja, blind sie nicht was deswegen. Special Mob.
Wir müssen noch einen Fleischräuber, glaube ich, erledigen. Okay, das war's. Wir haben noch andere. Du hast noch eine andere Bonusmission, wo du noch einmal töten musst. Vernichte 2 von 5 Elixieren. Ich soll auch 2 Fleischräuber besiegen. Ja, die Masse hier drin. Okay, dann gehen wir da rein. Wenn hier was leben würde. Vector OPC 28 net, dank dir für den Follow. Aber wir sind schon auf der gleichen Stufe, oder? Ja. Okay. Kommt mir nicht so vor, deswegen. Fangen doch relativ viele jetzt von vorne an, oder? Wenn ich sehe, was hier alles rumläuft. Dragon? Ja, es sind doch viele Spieler, die sich jetzt einen anderen Charakter machen. Warum waren jetzt mehr lange? Okay, ja, hoffe ich. Ist ja langweilig über Lichtschwert. Weil die Vibro-Schwerter, die sind halt ja, so eine billige Variante von dem Lichtschwert. Kommst du hinterher? Ja, ich bin in meiner Phase. Achso, ja, muss ich einmal raus und wieder rein. Ja, richtig Schrott. Meine ich doch. Du hast ein Tempo drauf, ne? Der zerlegt hier oben alles. Jetzt musst du das selber nochmal machen. Oder bist du hier fertig? Sprich mit. Ich hab hier noch nichts. Also hier steht für mich nichts. Ach, dann würde ich sagen, du musst doch mal machen. Nee, hat doch funktioniert. Okay. Hat doch funktioniert. Wenn sie all das hier haben, werden die Twi'lek sich selbst verteidigen können. Eine Frage. Wo hast du dein Lichtschwert dran befestigt? Ich bin nicht deinetwegen hier, Droide. Ja, du willst nicht wissen. An dem kleinen String da an der Seite, oder was? Genau. Nee, am Gürtel. So, du müsstest jetzt einen Gefährten haben.
Nö. Wie rufe ich den denn? Mit N? N? N. N ja. Nena. Begleiter habe ich nicht. Hast du nicht? Ich habe auch hier oben noch besorge einen Schlüssel vom Fleischräuber. Sprich so, mit. Ich ja. Die ist wahrscheinlich gar nicht für mich beendet. Ja, siehst du, dann musst du hier nochmal rein. Dann gehe ich hier nochmal rein. Da fliegt der wieder an mir vorbei. Ich fahr draußen auf dich. Wann kann ich denn rennen? 10. Noch 2 Level. Ja. Jetzt bin ich in meinem drin. Weil irgendwie krieche ich nur hinter dir her. Komm, hack ihn durch, zack. Weg ist er. Was mache ich eigentlich mit den Teilen von Vibroklingen? Sofort alles verkaufen. Okay. Alles verkaufen. Also haben keinen strategischen Nutzen. Komm. Ziel ist nicht tot, spring jetzt hin. Habe ich. Der ist auch weg. Ja, ich habe die Hüterklasse. Ich habe quasi den klassischen Jedi genommen. Da ist der Typ. Wenn sie all das hier haben, werden die Twi'leks sich selbst verteidigen können. Lass mich raten, ich krieg diesen Druiden. Keine Sorge, kleiner Kerl. Ich hol dich da raus. Dragon? Jo. Der Druide wird mein Begleiter werden. Ich bin so heil bist. Wie gut, dass die Fleischräuber keine Druiden essen. Wieso klingt der so extrem krass nach R2-D2? Sie sollen ja den Twi'lek-Eindringlingen üben. Wann werden wir gegen die Jedi kämpfen? Geduld, Kalef. Die Jedi werden fallen, jeder Druide wenn unsere Armee ihre volle Stärke erreicht hat. Die ganzen anderen Druiden da. 3PO. Ja. Ich habe den ja, die sind ja Roboter-Mensch-Kontakte, die reden ja. Ja, jetzt habe ich den drin. Jetzt habe ich hier unten links eine Leiste. Was kann der denn? Angreifen. Passiv. Schnelle Koltosalve. Scanvorgang. Mach mal Rechtsklick da drauf. Da kannst du Fahrzeug kaufen und so alles ausklicken. Bei dem? Ja. Macht irgendwie nichts, wenn ich rechts drauf mache. Nicht hier unten auf das Bild, Entschuldigung. Wo seine also, Leiste ist. Schrott verkaufen. Wo ist der jetzt hin?
geht jetzt für dich den ganzen Schrott, den du in der Tasche hattest, eben verkaufen. Achso, also habe ich es quasi dahin geschickt. Genau. Also erstmal eine neue Hose anziehen. Dann einen neuen Technikband. Der Vulkan, ich kann weg. Zack. Na, ist auf jeden Fall alles leer. Was war das denn? Es gibt Gewehre. Kann ich die auch nutzen oder fällt das bei meiner Klasse raus? Das fällt bei dir raus. Okay. Dann kann ich das Ding nachher verkaufen. Ah, da ist er wieder. So. Da sind wir. Ja, hätte ja sein können, Vectra, dass ich hier das auch nutzen könnte. Was war das jetzt? Ach, mein Druide heilt mich. Ja. Cool. Vom Gegner töten level ich auch, oder? Ja, du bekommst Erfahrung. Okay. Das steigt irgendwie nicht mehr, deswegen. Beim Sith Imperium sind es Cockpit, ja. Okay. Ja, erstmal mit dem ein bisschen fortfahren. Wenn der relativ hoch ist, kann man überlegen, nochmal Imperium einen Charakter zu starten. Ich würde dir wieso raten, jede Klasse mal anzuspielen. Ich sag mal so, als Imperial Stormtrooper nochmal arbeiten wäre auch nice. Geht doch, oder? Wo? Oder ich würde dir wieso raten, jede Klasse anzuspielen. Weil es kann ja am Ende sein, dass ihr den Hüter nicht gefällt oder sonst was. Ja, ich würde auf jeden Fall noch eine Fernkampfeinheit mir dazulegen. Und dann erstmal parallel abwechseln mit denen spielen. Kopfgeldjäger macht Laune. Wie mir gerade gesagt. Also mir macht der keinen Spaß. Was kann der denn? Fernkampfattack. Wie geht's noch im Imperium mit Fernkampf? Den Scharfschütze. Okay, gut. Hätte auch was. So, hier müssen wir hin. Jedi, ihr seid zurück. Was ist da draußen passiert? Wo ist mein Vater? Er hat Frieden gefunden. Ich bringe euch seinen Ring. Ist das alles, was von ihm übrig ist? Diese Ungeheuer. Sagt mir, dass sie für ihre Taten gelitten haben. Ich ging fort, um jemanden zu retten. Nicht um eure Blutgier zu stillen. Dann habt ihr diese Ungeheuer also leben lassen? Ich sollte euch dankbar sein, dass ihr die Wahrheit entdeckt habt. Doch ihr schändet das Andenken an meinen Vater. Die Jedi kämpfen für den Frieden, nicht um zu morden. So wie ich das sehe, kämpfen... Warum merkt man denn, wenn ich total auf der hellen Seite bleibe? Lasst mich mit meiner Trauer allein. Wir werden nie wieder miteinander reden. Thank you.
Hey, Level 9. Narbenknicksfixe. Oder wie spricht man den Namen aus? Ihr seht gut aus, Jedi. Ich hoffe, die Fleischräuber Kniff, haben euch okay. nicht verletzt. Habt ihr das widerwärtige Elixier vernichtet? Alles klar, weiß ich Bescheid. So, was hat der Deckel? Knife, okay. So, darum ist Sith besser Blut mit Blut vergelten. Ah, okay. Da ist einer richtig aggressiv. Ich habe den Auftrag wie gewünscht ausgeführt. Ihr habt die Welt von etwas sehr Bösem befreit. Die Fleischräuber werden vielleicht neues Elixier herstellen, doch wir werden es ihnen nicht leicht machen. Der Vectra ist ziemlich auf der dunklen Seite aktiv, habe ich so gefühlt. Nehmt dieses Geschenk mit meinem Segen an. Gehen wir nun in Frieden auseinander. Guten. Ja, er schrie gerade Blut vergolden. Gib die Schwestküche ab, ich bin durch. Ich habe Alarm gegeben. Habe ich auch gerade. Wieso ist denn irgendwie ein besser angezeigt als die andere? Hauptwert 83, Beherrschung sind 7. Ja, dann zieh die nur an. Ich guck gerade. Gib mir, hä? Ich hab jetzt eine 22er Rüstungswert. Die andere hat einen 18er Rüstungswert. Rüstung ist gleich. Beherrschung ist bei der 9 2 weniger. Ausdauer ist 3 weniger. Angriffskraft ist gleich. Kritische Treffer sind auch gleich. Ja, wenn du mal, dann verkauf die. R2-Einheit. Der T7-Einheit. So, jetzt hat man hier noch die Hauptquest, ne? Jo. Oh, kommt überhaupt nicht rüber, Vectra. Kommt überhaupt nicht so rüber. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ihr hättet sehen sollen, was dieser Abschaum ihr angetan hat. Ein Jedi-Ritter hat alles getötet. Wie bitte? Mein Jedi-Ritt hat alles getötet. Für jeden von uns, den die Fleischräuber abschlachten, sollten wir 10 von ihnen töten. Du bist ein böser Jedi. 100! Wird das eure Geliebte wieder lebendig? Aber wärst du nicht ein Sith? Belehrt mich nicht, Jedi. Meine Frau ist tot. Unsere Leute abgeschlachtet. Und wo wart ihr? Nichts, was ich sage, kann euch jetzt Trost spenden. Und selbst ein Sith auf die Helmseite. Aber wir tun wirklich alles, was wir können. Wie wäre es mit also macht das quasi keinen Unterschied, was den... Spielverlauf angeht. Aufhören, bis wir alle tot sind. Nein. Werdet ihr das zulassen? Nur das Ende. Ich werde nicht ruhen, bis die Fleischräuber besiegt sind. Das ist ein Versprechen. Die Hauptmeisterin, also die in der Story, die hat das erkannt, dass du in die. Ich hoffe, du kannst das Versprechen halten. Ich fürchte, er wird nicht gut auf eine Enttäuschung reagieren. Die Leute fragen sich, warum es den Jedi verboten ist, zu heiraten und eine Familie zu haben. Sie sehen nicht, dass derartige Verbindungen immer zu Leid führen. Leidenschaft kann eine Person zerbrechen. Und Jedi, die von Leidenschaft zerfressen werden, werden zu etwas Schrecklichem. T7 wurde von den Fleischräubern gefangen genommen. Ihr werdet seine Holo-Aufzeichnung sehen wollen. Sprich mit Rana, solange ich mich mit dem Droiden befasse. Ich denke, dank dir sind ihre Leute bereit, uns zu helfen. Es gibt auch Dunkel, hier muss ja kein Sith sein. Ja, ich sag mal so, klar gibt's auch böse Jedi, aber so extrem böse wie ihr zwei? Mit den Waffen und der Technologie, die ihr von den Fleischräubern erbeutet habt, kann mein Volk sich verteidigen. Ihr habt euer Leben riskiert, um uns zu helfen. Mein Volk hatte schon lange keinen Streiter mehr. Mit der kann ich jetzt flirten.
sprengen? Ja. Euer Streiter kommt nicht gerne zurück. Hau mal einfach mal raus. Oh, ich sollte euch die Informationen geben, die ihr wolltet. Morint, Bericht. Die Späher berichten, dass die Truppen der Fleischräuber immer stärker werden. Das war jetzt Flirten. Sie haben bereits die umliegenden Berge und jetzt greifen sie die Ruinen. Flirten kann der ja richtig gut. Meine Leute haben sie bei den Überresten eines alten Schreins gesehen. Ganz in der Nähe eures Jedi-Tempels. Kalett war einst eine große Stadt voller Machtanwender. Okay. In den Ruinen liegen Kräfte, die wir noch immer nicht verstehen. Die Fleischräuber suchen dort irgendetwas. Wir können nicht zulassen, dass sie es finden. Du musst die Fleischräuber sofort zurückschlagen. Ich muss diesen Droiden zum Rat zurück. Kriege ich denn irgendwie andere Techniken, wenn ich auch mal ein bisschen in die dunklere Seite gehe? Ich kenne seine Stimme. Nein. Die Situation ist schlimmer, als ich dachte. Tu, was du kannst, um die Fleischräuber aus Kalett zu vertreiben. Ich schicke dir so schnell es geht Verstärkung. Ich halte die Stellung, bis Verstärkung eintrifft, Meister. Wenn du den verhüllten Mann von der Holo siehst, greif ihn nicht an. Und jetzt geh. Jo, ich hab ne Jacke. Oh, weg mit der Ausrüstung hier. Wie sieht denn jetzt aus? Okay, das passt wenigstens. So. Du bist wieder draußen. Ich bin wieder aus dem Reittier. Du bist Level 9 jetzt noch. Ja, kurz vor Level 10. Ja, da kriegst du gleich auch dein Halt, ja. Gibt's noch irgendwo, wo wir hin können? Ja, ich meinte die Quest. Okay. Folgen. Zum Jedi-Tempel müssen wir jetzt und dann den Weg dann ein. Also hier lang laufen. Und nimmst du nicht Taxi? Du müsstest gleich dann nicht schon kommen. Geil. Kann ich mir die Farbe auch aussuchen? Ich grüße Sie. Ihnen stehen voll. Ich soll zum Jedi-Tempel, sagst du? Oh. Passen Sie auf sich auf. Ektor, oh ja, das dauert noch ein bisschen. Was denn? Das dauert noch ein bisschen. Was denn? Dass du nicht verkriegst. Dauert noch. Außer wir machen komplett nur die Hauptstory. Nee, soll ja schon. Soll ja schon mehr machen. Er weckt richtig auch gerade, kann man später ändern mit dem Kristall. Jo, kann sein. Freue ich mich schon drauf, aber eigentlich nicht schön. Und da fehlt man anscheinend, genau wie die Vibro-Schwerter, immer bessere wahrscheinlich, ne? Wo bist du denn jetzt lang gelaufen? Ich stehe hier vom Questgeber. Da hinten der das. So der. Ich war jetzt Richtung Hauptquest am Laufen. Circa ab Level 10, wenn man erstmal Hauptstory verfolgt, bekommt man das Lichtschwert, okay? Ja, wir machen ja auch die Nebenquests. Das war eine beeindruckende Leistung vorhin. Aber wir haben an der Programmierung dieser Droiden gefeilt. Wollt ihr es nochmal versuchen? Sind die jetzt stärker? Und zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ein bisschen. Dann logge ich gleich eben mal um. Da bin ich da. Ah, nur einer? So war nur einer. Na gut. Ich denke immer, da kommt noch was.
gute Arbeit. Das nächste Mal müssen wir euch eine echte Herausforderung bieten. Jetzt kommt der nächste mit Herr der Ringe an. Ich habe noch nicht mal Star Wars zu Ende gespielt. Nee, ich habe noch nicht Herr der Ringe online gespielt. So, ich bin jetzt Level 10. Jo. So, und jetzt ist jetzt... Friede sei mit euch. Noch einen Reitger, ne? Ich überbringe euch eine Nachricht von den Meistern des Tempels. Wollt ich spreche es gerade mal dem hier an. Und meine Nachricht ja, der schickt dich jetzt zum Lehrer. Auf jeden Fall, mein Freund. Und dann kannst du dort reiten lernen. Ihr erweist mir eine große Ehre. Euer derzeitiger Auftrag ist sehr wichtig, aber die Meister möchten, dass euch nicht entgeht, was der Tempel bietet. Na, Weltreich, ich versuche jetzt erstmal so ein bisschen die ganzen Star Wars-Spiele mal nach und nach zu machen. Und danach können wir gerne auf Herr der Ringe mal wechseln. Der Jedi unterweisen. So. Jetzt müssen wir. Was bist du denn schon wieder? Im Tempel drin? Ja. Reißt du denn schon wieder rum? Oben bei den Lehrern. Ich pack mal den Mono um und hol dir ein Reittier. Okay. Ich kann dir da gar nicht geben. Aber ich probiere es einfach mal. Nicht irgendwie falsch? Nee, du bist oben. Nee, du musst den grünen. Nee, den grünen. Das grüne muss sein. Zum grünen. Da hinten, der linke. Leiternavigation. Hier steht, ich muss dafür Abonnent sein. Okay. Moment, guck mal bei dir im Stream. Aber Leiternavigation, du kannst Speeder, Bikes fahren, erhöht das Bewegungstempo. Ja, best Level steht denn da? Stufe 20. Und als Abonnent steht mir das ab Stufe 10 zur Verfügung. Dann muss ich erstmal jederzeit zusammen üben. Erstmal noch leveln. Lass mir was gegeben. Ich mach da mal eben hier die Hauptquest, ne? Komm sofort. Dann warte ich draußen vor der Tür. Beziehungsweise unten war noch der Shop zum Verkaufen, oder? Ich wette da noch, weil ich falsch schlafe, aber okay. Nee, war richtig. Ich freue mich, dass ich geben kann. Ich weiß nicht, ob du handeln kannst, weil du kein Abo hast. Und ich verkaufe ihm gerade ein paar Sachen. Bitte? Ich bin jetzt scheinbar aus der Gruppe geflogen. Ja, wahrscheinlich, weil du rausgegangen bist.
Seht euch ruhig um. Wo bist du denn? Ich bin jetzt in der Bar. Im Tempel? Da warte ich nämlich hier. Achso, ich bin draußen. Ja, dann komm ich raus. Ich habe schon wieder Neues gelernt. Verspotten. Ja, da kannst du Arkhof mitziehen. Gute Nacht, Marv. Nacht, Marv. Schön, dass du da warst. So, ich stehe jetzt vorm... Gratis Spieler können nicht am sicheren Hand teilnehmen. Da muss ich dir per Post schicken. Dann machen wir das halt so. Wenn nicht so, dann andersrum. Geschickt. Jetzt muss man eine Stunde warten. Oh wow. Ist ja nicht schlimm. Na, jetzt weiter mit der Mission. Jo. Du müsstest jetzt eigentlich auch sprinten, ne? Heißt? Ja, rennen. Macht er automatisch, naja. Ich komme über dir hinterher. Ich scheine unter einem Fluch zu stehen. Warum bekomme ich immer die Schüler, die sich für etwas Besonderes halten? Meister Silvate, unsere Padawane verhalten sich zwar etwas seltsam, aber ich denke nicht, dass Grund zur Sorge besteht. Wartet, ich habe eine Idee. Ihr da, Padawan, euch kenne ich doch. Mir kommt ja sehr sympathisch vor. Ich glaube nicht, dass wir uns vorgestellt wurden, Meister. Zugegeben, da habt ihr recht. Wir kennen uns nicht, aber ich weiß von euch. Meister Silvate ist wegen ein paar Padawanen besorgt. Er hegt den Verdacht, dass sie... Nun ja. Wenn mich nicht alles täuscht, dann führt sie ihre Leidenschaft auf den Weg der Dunkelheit. Was genau soll ich tun? In jeder anderen Hinsicht sind die beiden Musterschüler. Doch es wäre fahrlässig von uns, wenn wir nicht alles täten, um die Sache zu bereinigen. Einem Padawan wie euch würden sie sich vielleicht öffnen. Ihr müsst mit ihnen reden und in Erfahrung bringen, ob sie tatsächlich eine Beziehung haben. Wenn sie den Kodex der Jedi verletzen, werde ich es herausfinden. Versprochen. Ihre Namen sind Morasen und Spanios. Sie befinden sich zurzeit in den Ruinen von Unterkalett. Geht, redet mit ihnen. Und meldet uns dann, was ihr über ihre Beziehung erfahren konntet. Versucht sie nicht argwöhnisch zu machen. Verliebte können recht empfindlich sein. Wie ist hier Parship Hunter oder was? Jo. Das war auch hier lang, ne? Was hat die hier? Ah, ihr seid diese Padawane, von denen meine Ausbilder dauernd reden. Sie sagen, dass ihr die begabtesten Schüler seit langem seid. Ich bin Fia, Padawan Fia. An diesen Titel muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Macht und habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut bin wie ihr. Für eine Anfängerin scheint ihr mir etwas zu alt zu sein. Bis vor ein paar Tagen wusste ich noch nicht mal, dass ich eine Machtanwenderin bin.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Letzte Woche war ich noch auf einem Müllschiff auf Raxus Prime. Und dann ist dieser furchteinflößende Jedi aufgetaucht und hat mir gesagt, dass er die Macht in mir spürt. Wie wahrscheinlich ist das? Furchteinflößender? Jedi sind normalerweise nicht für ihr erschreckendes Äußeres bekannt. Er ist ein Keldor. Sogar für einen Fremdling sieht er ziemlich gefährlich aus. Im ersten Moment dachte ich, er würde mich fressen. Kennt ihr eigentlich Meister Telin? Er ist derjenige, der mich gefunden hat. Ich versuche, ihm eine Nachricht zu überbringen. Meister Telin geht einem Rätsel in den Ruinen von Kalett auf den Grund. Irgendwelche antike Droiden, die Leute angreifen. Könntet ihr ihm diese Holo-Aufzeichnung geben, falls ihr die Ruinen besucht? Ich wäre euch wirklich dankbar. Ich mache das schon. Fantastisch! Jetzt verstehe ich, warum jeder hier von euch beeindruckt ist. Hier ist die Holo-Aufzeichnung. Okay. Meister Telin hat ein kleines Lager außerhalb der Ruinen. Ich fühle mich irgendwie ausgenutzt. Danke euch für eure Hilfe. Warum? Ja, jetzt weiß ich, warum ihr euch mag. Ja, allen müsst ihr mir helfen. Bisschen ausgenutzt. Boah, ja, ich bin auch immer schneller. Du musst unbedingt schneller sein, ne? Ja, dann braucht man nämlich gleich direkt den ersten Datacron mit. Wo ist er denn? Ja, da wo wir gleich hin müssen. Ja, dann gönnen wir uns den mal. Du gönnst dir den, ich hab den schon, ich brauch den nicht mehr. Dann gönn ich ihn mir halt. Verweilt hier ruhig. Die Luft ist kalt und die Bergpfade sind gefährlich. Worte sind überflüssig, wenn die Macht mit uns ist. Was macht ein Jedi hier draußen? Mein Name ist Dozon. Ich wache über Kalett und wandle auf den Wegen, die es umgeben. Ich meditiere über mein Versagen und lerne aus unserer Vergangenheit. Als Padawan kam ich nach Kalett. Hier berührte ich die Versuchung und die dunkle Seite. Nachdem ich einmal versagt habe, handle ich nun durch andere. Das ist eine Heldenmission, das heißt? Viele helfen mir, Wissen über Teufels Vergangenheit zu erlangen. Oh, das ist immer gut. Eure Mission erscheint mir sehr edel. Meine Aufgabe ist schwierig, aber beruhigend. Bislang kann ich ja ohne was zu machen auf die einkloppen und gewinne trotzdem immer. Indem ich anderen vertraue, dorthin zu gehen, wohin ich selbst nicht gehen kann, erweitert sich mein Blick. Ich habe von einer geheimen Kammer in Oberkalett gehört, die wichtig also für eine typhonianische Maschine ist. Ich will ihre Energie. Ist aber nur auf dem Planeten, das wird später auch schwieriger. Die alten Schriften erzählen von einem Ort des Wissens und der Worte. Mehr weiß ich nicht. Die Heldmissionen, die werden dann irgendwann nach und nach niemanden in Gefahr bringen. Da sie ohne Energie war, hat die Kammer seit Jahrtausenden geschlafen. Doch es gibt noch funktionsfähige Droiden in den Ruinen. Mit ihren Energiezellen könntet ihr die Maschine speisen. Das ist ein guter Vorschlag. Ich tue, was ich kann. Dann geht hin und pflegt den elektrischen Garten. Pflanzt die Samen der Droiden im Boden der Maschine ein. Gemeinsam werden wir die Geheimnisse der Typhonianer lüften. Ach, gehen wir hin. Ich will Anna auch ansprechen. Jo, ist der... Gehen wir die... Padawan Fia lässt euch grüßen und sie schickt euch diese Holo-Aufzeichnung. Klar, wie ist verstanden? Ihr scheint die Begegnung ja überlebt zu haben. Mana Natu Pachunki. So dass er einen normalen Augen oder tritt er eine Sonnenbrille? So als eine Sonnenbrille mit dem Bügel da oben drüber. Was ist mit den anderen Teilen passiert? Ich glaube, die schläft. Natürlich.
Gut, die ist ja mit der Kleinen immer morgens früh wach, ne? Warum zerstört ihr diese Droiden nicht einfach? Ah, okay. Da kennt sich jemand aus. Das ist eine bestimmte Maske, weil diese Spezies keine normale Atmosphäre verträgt. Also ist das wohl eine Sonnenbrille? Ich soll mich also darum kümmern? Kili watabunki dunko patoga loda. Maklunki ni at ambompa boshuda. Iliska chanaga bumpa komchinka. Wonka tuske uwana wa. Zuzaneko higa da noila. To chananga e ma chai. Yunaleska chananga wati. Sehr gesprächig, der Gute, ne? Bist du gerade im Wandel des Wikipedia, Vectra? Schick gerade mit, könnte er sogar einige Zeit im Weltall überleben, wenn sein Raumschiff zerstört wird. Darfst du ihn auch gerne angreifen? Und die muss er auch scannen. Hat er für dich mitgezählt? Nee, ich glaube nicht. Doch, setze die Tianischen Sucher außer Gefecht und scanne. 1 von 6 hat gezählt. Okay. Du hast ihn gefunden. Sehr gut, Morasan. Oh, Spanios, ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Du bist wunderbar. Also die Turtelin. Egal, was die Meister sagen. Wir beweisen ihnen, dass sie falsch liegen. Komm her, küss mich. Ja, sie die Turtelin. Offenbar waren die Sorgen eurer Meister berechtigt. Wer seid ihr denn? Es ist nicht so, wie ihr denkt. Es ist wichtig, seine Gefühle zu meistern. Also Vect hat die Sache wirklich wahr, im Kopf. Der sagte gerade, du hast ihm die Wahrheit gesagt. Verzeih mir, von Clone Wars und den Stories. Der Orden liegt einfach falsch. Ängste. Na gut, so tief bin ich jetzt auch nicht in der Materie drin. Fälschlicherweise fürchten die Meister Gefühle und verwehren uns damit etwas Wunderbares. Nur dank unserer Liebe arbeiten wir so gut zusammen. Nur so haben wir diesen seltenen Lichtschwertkristall gefunden. Unsere Leidenschaft verleiht dem Orden also in Wahrheit Kraft. Da kann ich nicht zustimmen. Spanios, hilf mir, diesen Emporkömmling zu überzeugen, uns nicht zu verraten. Ich liebe dich, Morasan. Wenn du glaubst, wir müssen uns verstecken, dann respektiere ich das. Aber es könnte ein Opfer nötig sein. Der Kristall. Du hast recht, Liebling. Wenn ihr den Meistern sagt, dass wir keine Beziehung haben, geben wir euch diesen mächtigen Kristall für euer zukünftiges Lichtschwert. Können wir so euer Schweigen erkaufen? Das muss ich gleich noch nach neuen suchen. Was denn? Das entscheide ich, wenn ich zu den Meistern zurückkehre. Wir hoffen auf eure Güte. Sagt den Meistern, dass ihr hier nichts Verdächtiges vorgefunden habt. Dann kommt wieder her und wir geben euch den Kristall. Wagt es nicht, uns zu hintergehen. Wenn ihr das tut, werden wir es erfahren. Ich meine, das ist jetzt zwar nicht Jedi-like, aber ich bin geil auf diesen Stein.
die Toten anvisieren, dann hast du oben das Item, um zu scannen. Nee, macht der nicht bei mir. Weil ich ihn schon gemacht habe. Den habe ich noch nicht gemacht, ja, wo ich das draufstehe. Ich kann nicht markieren, oder? Doch, du musst ja anvisieren und dann hast du oben ein Item. Druidenscanner, wenn es der. Ja, habe ich. Ich muss zu meinem Bedauern sagen, ich habe Clone Wars noch nicht ganz geguckt. Oh, 5 von 6 habe ich jetzt. 6 von 6. Ja, hast du gerade 9 gemacht. Da muss ich mal angucken. So, wo wir jetzt hingehen, ist Vatercon. Ich folge dir. Da oben das? Jo. Was bringen die mir? Extra Stats. Okay. So wie Crit, Ausdauer, Angriffskraft und so weiter. Aber Beherrschung plus 2 jetzt. So gesagt. Und der zählt jetzt auch, diese Beherrschung zählt jetzt auch für deine anderen Charaktere. Okay. Ich bin natürlich vorbei. Jetzt gehört sich mir auch. Machen wir die Heldenmission. Ein P7 ist draußen? Der ist ja noch bei dem komischen Typen da. Ach so, stimmt. Drehst schon mal weg.
geht's auch so schnell. Kann ich gar nicht töten, wie du tötest. Ich mache ja OE-Schaden. Ja, vor allem aus der Entfernung. So schnell komme ich gar nicht zu den Gegnern hin. Bitte? Energiezellen müsstest du jetzt auch hier haben, ne? Ich meine, ich hatte viel, ja. In den Tar sehe ich die gar nicht, ne? Nee. Hier steht zumindest, nicht mehr, dass ich die sammeln soll, also gehe ich davon aus, dass ich die habe. Du hast jetzt aktiviere den alten Computer, ne? Ja. Ich habe auch noch zerstöre die tyrannischen Druiden. Ja, das ist wieder unten. Ja, dreh mich um. Ich aktiviere gerade den Computer. Hallo? Funktionierst du auch? Falls das Worte sein sollen, kann ich nichts davon verstehen. Übersetzungsmatrix initiiert. Energie wiederhergestellt. Systemüberprüfung. Energiestufe kritisch. Datenspeicherung kritisch. Sprache und Intellekt niedrig. Netzwerkzugang negativ. Ich bin der Torwächter. Ich schlief seit mehr als 20.000 Jahren. Ich gehe dem Systemversagen entgegen. Systemversagen? Was genau meinst du damit? Ich bin die Informations- und Sprachmaschine von Kalett. Ich bin für Datensicherung, Systemaufzeichnungen und die historischen Archive zuständig. Ich scheine an mechanischem Schaden zu sterben. Ich erkenne euch nicht. Doch ich wurde nicht geschaffen, um neugierig zu sein. Es bleibt wenig Zeit, bis ich aufhöre zu funktionieren. Ich kann alle Informationen, die ihr benötigt, für eine dauerhafte Aufzeichnung protokollieren. Dies ist eure einzige Gelegenheit, meine Daten zu retten. Kann man dich nicht wieder instand setzen? Nein. Ich leide an Kaskadenversagen. Die Fehler meiner Maschine vervielfachen sich exponentiell und mein Tod ist unumgänglich. Es ist nicht notwendig, um mich zu trauern. Unter den fehlerhaften Daten befinden sich noch die Geschichten zweier großer Meister von Kalett. Mit letzter Kraft kann ich euch die Geschichte von Lord Avamarivash, dem Kriegerpoeten, oder Lord Maravada, dem Schweigsamen, überliefern. Ich brauche Wissen, das ich im Kampf gegen ein böses Imperium gebrauchen kann. Dann beachtet die Werke von Avamarivash. Er war ein leidenschaftlicher Hüter von Kalett, bevor er unser Anführer wurde. Avamarivash, der Kriegerpoet, war ein Gönner der Künste und Liebhaber vieler Frauen. Maravada, der Schweigsame, war ein Philosoph und Einzelgänger. Avamarivash trug Kriege aus und erbaute Monumente in Erinnerung an den Ruhm des Volkes. Maravada herrschte in einer Zeit des Friedens und Lernens. Ihr müsst wählen, welche Geschichte ihr erhalten wollt. Jetzt wollen wir hören. Ich warte nur auf dich. Bewahre die Geschichte von Avamarivash, dem Kriegerpoeten. Wie ihr wünscht. Okay, das war jetzt. Dieser Kristall enthält das Wissen, die dunkle Seite. Ihr strebt. Lasst Kalett und Tython nicht in Vergessenheit geraten. Mein Zweck ist erfüllt. Energieabfall abgeschlossen. Systeme werden terminiert.
Lebt wohl. Terminiert. Wähle eine Belohnung. Wo geistest du schon wieder rum? Du kannst jetzt hier warten, bis hier so ein der Droide wieder auftaucht. Oder wir gehen weiter. Ja, looten konnte ich den. Ja, weil ich mit angegriffen habe. Jetzt muss ich nur diese Droiden zerstören. Die sind wieder unten in da wo wir die gescannt haben. Okay. Da kann ich ja so mal abschließen. Ja. Bleib liegen. Wozu ich jetzt wieder was? Irgendwas ist mit der Steuerung. So, dann hol ich das jetzt eben wieder. Wenn ich schlage, verdreht er die Kamera wieder. Okay. Wie wäre da? Vier Stück müssen wir noch. Oben ist noch eine Quest. Komm. Zwei von diesen tyrannischen müssen wir noch. Ja. Ich
kann die irgendwie nicht aufnehmen. Rockets. Ja, der hat den Trigger nicht gekriegt. Wow. Eine echt weirde Quest stellenweise. Ja. Muss er dann einen Ball füttern? Nein, kommt noch bei noch schlimmer. Was haben wir alle? Ja, hier die Hauptquest noch. Ich rede von den Nebenquests. Ich vor. Nee, du musst meinen Namen anklicken. Ja, wenn wir da dich wieder doppelt machen müssen, oder bist du jetzt wieder bei mir dran? Nee, du bist bei dir dran. Ja, jetzt kommst du dir rein. So. Ja, dann musst du wieder gleich rein und wieder also. Das selber machen. Gut, dann machen wir so. Jetzt bist du bei mir drin. Ja, ich bin wieder raus da. Dann machen wir so halt. In schnell, jeder einzeln. Mussten wir nur die 8 Stück da töten? Ja, kommen noch mehr. Geh in Frieden oder stell dich den Konsequenzen. Das ist deine einzige Warnung. Oh. Jedi töten! Ich war wieder drauf. Bitte?
Ja. Abse. Er hätte ja mal helfen können. Orges hat uns hergeschickt. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Einer der Fleischräuber, gegen die ich eben kämpfte, nannte mich Jedi. Er konnte die Macht nutzen. Das ist besorgniserregend. Wenn die Fleischräuber die Wege der Macht lernen, dann sicher nicht die helle Seite. Ihr habt wirklich kurzen Prozess mit diesem Haufen gemacht. Lasst ihr jemals Überlebende zurück? Ich bin nicht in der Hoffnung hergekommen, irgendwen töten zu können. Das meinte ich doch auch gar nicht. Mein Mundwerk geht manchmal mit mir durch. Diese Fleischräuber hatten ein Holocron dabei. Ein Reservoir an Wissen, erschaffen durch einen Machtanwender. Wie es aussieht, ist es tausende Jahre alt. Meister Orges hatte recht. Diese Eingeborenen sind fortschrittlicher, als wir dachten. Sie lernen, wie man uns bekämpfen kann. Mhm. Meister Orges denkt, er weiß, wer dahinter steckt. Das dachte ich mir schon. Aber er hatte keine Zeit, es zu erklären, bevor er uns hergeschickt hat. Ich wünschte, wir könnten bleiben und das hier zu Ende bringen. Aber Meisterin Satil hat uns auf eine Spezialmission auf Coruscant beordert. All diese schlechten Ahnungen, die der Rat hatte? Sie denkt, dass die Quelle auf der Hauptwelt der Republik liegt. Es tut mir leid, euch zurückzulassen. Aber die Gefahr ist vorüber. Diese Überwachungsmonitore werden Khaled im Auge behalten. Platziert sie um die Ruinen herum. Der Tempel kann dann zukünftige Angriffe durch unsere Feinde überwachen. Vielleicht haben wir Glück und finden ihren Anführer. Möge die Macht mit euch sein, Padawan. Also einfach nur wieder raus, ne? Jo, einfach raus wieder. Du musst recht, mal sonst kommst du in den Hof. Rennen wir zurück. Müssen wir mal nach dem Stream dringend mal die ganzen Attacken durchlesen. Was kann. Oh, steht's ja schon. Ich habe gerade auf den Weiß hier gesucht. Okay. Warum steht hier eigentlich, Stufe wird angepasst auf Stufe 10? Weil der Planet eigentlich normalerweise nur bis Stufe 10 gilt. Achso, okay. Ja, wir müssen jetzt hier diese Kameras platzieren. So. Kamera hängt. Ja, Vectra ist gut. Schlaf gut. Wir müssen das Ding aufhängen müssen. Über uns? Jo. Ach, hast schon. Ich bin hier, Meister.
Was ist los? Ich bin auf dem Weg zurück in die Twi'lek-Siedlung. Triff mich dort, sobald du kannst. Ich bin schon unterwegs. Wir treffen uns bei der Matriarchin. Orgus Ende. Dann zurück zur Siedlung, oder? Ja, zuerst zum Tempel, da die Quest abgeben. Ach so, ja. Das ist interessant. Dann werde ich dir morgen im Spielbad noch einstellen. Gehen jetzt noch die Mission ab und dann können wir auch Schluss machen. Für eine Endzeitwaffe fallen sie aber ziemlich leicht auseinander. Jede Quest oder nur die? Ja, genau, die Nebenquest und die Hauptquest, oder? Also willst du noch zum Tempel und dann ganzen kaufen? Genau, dann machen wir auf der Schluss. Boska Punyu Boska! So. Das ist die neue Mission oder ist das hier? Nee, das ist die Hellenmission. Die kannst du nur einmal täglich machen. Achso, okay. Du musst ja 24 Stunden warten, bis wir die wieder machen kannst. Schreist jetzt gerade zum Tempel, ne? Hattet ihr Erfolg, Padawan? Habt ihr unsere Schüler in den Ruinen gefunden? Sagt, was habt ihr über die Beziehung von Spanius und Murasen erfahren? Sind sie ineinander verliebt? Boah, ich bin schon geil auf diesen Stein. Bringt der irgendwas? Nein. Eure Sorgen sind begründet, Meister. Spanius und Murasen haben eine Affäre. Ich wusste es. Wie ich schon sagte, Yolo, ich stehe unter einem Fluch. Der Fluch scheint uns beide zu treffen, mein Freund. Sie sind wir die Page Panther. Sie sagen und sich voneinander fernhalten müssen, sonst können sie niemals Jedi werden. Was für eine Verschwendung. Doch ihr habt Gutes getan, Padawan. Es war sicher nicht einfach, eure Mitschüler zu prüfen. Es war eine schwierige Aufgabe. Ich habe sie nicht gern geprüft. Es tut uns leid, dass das notwendig war. Hier, ein Zeichen der Empfehlung zum Dank für eure Mühen. Jetzt wird das hier auch geteilt. Boah, dann. Jetzt müssen wir noch in den Tempel rein, das Baby abgeben. Also diesen Fleischsack, den wir gefüttert haben. Annehmen. Hast du jetzt eigentlich schon Post bekommen? Ich kann mal gucken. Nee, du hast dort oben als Zeichen, siehst du das? Ja, eins habe ich.
Rechtsklick drauf, ne? Ja. Hab ich. Und nu? Wie rufe ich den? N wieder? Machst du erstmal einen Inventar. Den kannst du dann aktivieren, wenn du das Reiten aktiviert hast. Ah, okay. Das ging ja nur 20. Ne? Kommen wir jetzt zurück in den Tempel. Das war oben. Ne, direkt hier an der Treppe. Ein Fleischräuberbaby. So stellt die Macht meinen Einsatz für die Hilflosen dieser Welt auf die Probe. Ihr habt das Richtige getan. Lasst es hier bei mir. Ich berufe den Rat ein, damit eine Entscheidung getroffen wird, was wir damit tun. Jetzt noch auf zum Dorf, ne? Nee, jo. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Da. Passen Sie auf sich auf. Haben wir gleich hier wieder, ich meine, zwei, drei Nebenquests. Ja, die können wir am nächsten Mal machen. Okay, dann müssen wir in das letzte Gebiet. Dann sind wir mit dem Planeten schon durch. Dann sind wir mit diesem Planeten durch. Meisterin Kiwix hat mir berichtet, was du in Kalett gefunden hast. Einen Fleischräuber, der die Macht einsetzt. Sie ist im Glauben, er hätte von einem alten Holocron gelernt. Ich wünschte, das wäre so. Der Mann, der dich bei deiner Ankunft angegriffen hat, sein Lichtschwert schien mir vertraut. Und die Holo-Aufzeichnung des Druiden bestätigte meinen Verdacht. Die Gestalt mit der Kapuze in der Aufzeichnung ist Bengel Mohr. Er war mein Padawan, aber er hat seine Ausbildung. Krieg ich von ihm das Lichtschwert oder? Bengel war in Jedi-Tempel auf immer noch, mein Gott. Als die Sith geizig damit. Er ist am Ende des Planeten. Die Macht muss mit ihm gewesen sein. Wie gesagt, wir haben jetzt noch hier im Dorf. Der Tempel wurde zerstört. Hunderte von Jedi starben an diesem Tag. Passt ja perfekt für den nächsten Stream. Alle Leichen gefunden. Die Macht war stark in Bengel und er besaß das sanfteste Wesen, das ich kannte. Er hat sich gegen die Jedi gewandt. Er muss aufgehalten werden. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Die Matriarchin unseres Volks, meine Mutter, liegt im Sterben. So, da wird jetzt vorbereitet. Das sind schreckliche Nachrichten. Machen wir noch die. Kommt ihr zurecht? Ja, ich hatte geglaubt, dass ich unser Volk erst in vielen Jahren anführen würde. Meine Speer haben eine Kommandobasis der Fleischräuber in den Bergen ausfindig gemacht. Sie wird von einem Energieschild geschützt. Der Energiegenerator des Schilds ist in einem anderen Berg versteckt, in einem stark bewachten Hüllennetzwerk. Von der Kommandobasis aus werden vermutlich alle Angriffe in der Region koordiniert. Ich muss dort hinein. Bist du bereit, den Energiegenerator auszuschalten? Wann habe ich euch je enttäuscht? Es gibt immer ein erstes Mal. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Versucht dem Droiden den Weg frei zu machen, damit er mehr Informationen sammeln kann. Der Energieschild hat oberste Priorität. Schalte ihn aus, so schnell du kannst. So, dann gehen wir noch hier raus. Ja, raus, nicht an der Wand hier hängen.
So. Ich bedanke mich dann bei allen, die zugeschaut haben. Das war's dann nämlich hier für heute. Kommt alle gut ans Liegen. Der Dragon hat einen Raid für uns vorbereitet. Und ich hoffe, wir sehen uns alle am Samstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Ciao.